Ribnitz-Damgarten, heute eine aufblühende Stadt mit vielen neuen Gesichtern, wurde im 13. Jahrhundert nach Vertreibung der slawischen Stämme durch deutsche Feudalherren noch in Form zweier selbstständiger Städte gegründet. Bauern, Handwerker und Kaufleute waren die ersten Bewohner. Ribnitz entwickelte sich aus einem kleinen Burgflecken, der zum Schutze des Flussüberganges der Recknitz entstanden war. Damgarten hat an diesem wichtigen Flussübergang eine Grenzfestigung gegen Mecklenburg zu bilden. Erst im Jahre 1950 wurden Ribnitz und Damgarten zu einer Stadt vereint. Bis in unser Jahrhundert eine typische kleinbürgerliche Stadt, Damgarten, unter der Arbeiter- und Bauernmacht, zu einer wichtigen Stadt der Konsumgüterproduktion, deren Erzeugnisse in viele Länder exportiert werden. Im Jahre 1983 die Stadt Ribnitz-Damgarten auf ein 750 bzw. 725-jähriges Bestehen zurückblicken. Aus Anlass dieses Jubiläums fand vom 2. bis 10. Juli 1983 eine Festwoche statt, von der dieser Film berichten möchte. Punkt war ohne Zweifel der Festakt zur Stadtverordnetenversammlung in der Sporthalle Freundschaft. Der Bürgermeister der Stadt Ribnitz-Damgarten, Genosse Peter Warnke, vornehmlich auf die Ergebnisse ein, die seit dem Bestehen der Deutschen Demokratischen Republik unter Führung der Partei der Arbeiterklasse in oft mühsamer und aufopferungsvoller Arbeit mit den Bürgern Ribnitz-Damgartens errungen wurden. Heute hat Ribnitz-Damgarten Wohlstand und Bedeutung erlangt wie nie zuvor. Die Stadt hat sich zum Zentrum der Arbeiterklasse im Kreis entwickelt. Die Industrie produziert vor allem Konsumgüter. Das Möbelkombinat Ribnitz-Damgarten erzeugt mit den in der Stadt gelegenen 4 Kombinatsbetrieben knapp 40% der gesamten Produktion. Die Stadt verfügt über ein leistungsfähiges Bauwesen. Ribnitz-Damgarten ist das Tor zu einem der bedeutendsten und beliebtesten Erholungsgebiete der Republik, dem Fischland und dem Darß. Alle Errungenschaften sind das Ergebnis der Arbeit unter sozialistischen Bedingungen. Sie sind letztlich das Ergebnis des Klassenkampfes unserer Zeit. Direktor Schattling gab bekannt, dass Genosse Egon Krenz persönlich die Grußadresse des Staatsrates der DDR überbringen wird. Unter anderem sagte Genosse Krenz: Den Sozialismus durch besondere Aktivitäten ehren. Im festen Vertrauen zu unserer auf das Wohl des Volkes und den Frieden gerichteten Politik vollbringen allerorts die Bürger unseres Landes hohe Leistungen. In der Grußadresse werden weiter die Leistungen der Werktätigen der Stadt Ribnitz-Damgarten gewürdigt. Genosse Egon Krenz brachte zum Ausdruck, dass Ribnitz-Damgarten sich zu einer wichtigen Stadt der Konsumgüterproduktion entwickelt hat.
Nach Verlesung der Grußadresse erwartete die Stadtverordneten und Ehrengäste ein buntes Programm des Ribnitzer Tanzensembles und des Orchesters Dukla aus der CSSR. Eröffnet wurde die Festwoche mit einem Schützenfest im Dammgarten und in Ribnitz. In Dammgarten nahm die Eröffnung das Mitglied des Rates der Stadt, Frank Opitz, vor. In der Freilichtbühne ließ es sich Bürgermeister Peter Warntke nicht nehmen, persönlich das Schützenfest und damit eine Vielzahl von Veranstaltungen im Verlaufe der Festwoche zu eröffnen. Eine kleine Auswahl wurde in diesem Film festgehalten. Thank you.
Richard-Wossidlo-Ehrung in der Aula der erweiterten Oberschule, die den Namen dieses vielfältigen Volkskundlers führt. Über Mecklenburg wollte er nicht hinausgehen, um des Volkes Stimme nachzuschreiben. Es blieb alles an den Ufern des Boddens, der Recknitz diesseits. Seine Sammlungen stammen aus des Volkes Munde. Er hat gesucht bei den einfachen Menschen und ist uns deshalb heute noch liebenswert und teuer. Nina Beusen vom Rostocker Theater und das Kammerorchester der Musikhochschule Hans Eisler unter Leitung von Ulfert Thiemann umrahmten in würdiger Form diese Veranstaltung. Der Sender Stimme der DDR wählte für seine Sendereihe Hafenmelodie unsere Stadt Ribnitz-Damgarten. Bekannte Persönlichkeiten wie Bürgermeister Peter Warntke, Museumsdirektor Erichsson und andere berichteten über Geschichte und Gegenwart unserer Stadt. Beliebte Künstler sorgten für eine niveauvolle Unterhaltung des Publikums. Besonderer Anziehungspunkt für unsere Kinder war der Festmarkt auf den Klosterwiesen. Hier traf sich Jung und Alt, um die vielseitigen Möglichkeiten der Freude und Entspannung in Anspruch zu nehmen. Thank you.
Das tschechoslowakische Blasorchester Dukla mit seinen attraktiven Majoretten war während der gesamten Festwoche Gast unserer Stadt und trat bei vielen Veranstaltungen auf. Hier war es ein Konzert am See. Hallo Kinder, hieß ein lustiges Programm, mit dem Onkel Bim unsere Kleinen in der Dammgartner Kleingartenanlage Tannenblick erfreute. Das Sportereignis der Woche. Unsere Fußballer von Aufbau Ribnitz in einem Freundschaftsspiel gegen den SC Empor Rostock. Das Ergebnis wird heute nicht mehr verraten. Tore fielen auf beiden Seiten, wie noch zu sehen ist. Prominente Bürger unserer Stadt waren bei allen Veranstaltungen zu sehen. Hier Bürgermeister Peter Warnke auf dem Wege zur Veranstaltung Waffenbrüder, Klassenbrüder. Genosse Werner Fähling, erster Sekretär der Kreisleitung der SED, ebenfalls wie auf vielen anderen Veranstaltungen dabei. Thank you.
Wachaufzug der Stadtwache auf dem Karl-Marx-Platz, umrahmt vom Blasorchester Dukla und einem Spielmannszug aus Dänemark. Wiederum war die Freilichtbühne voll besetzt. Dieses Mal zum großen Mecklenburger Folkloreprogramm Uns küsst uns Hüsung. Zu einem wahren Volksfest wurde das Programm der Ferienwelle in der Kleingartenanlage Tannenblick. Ganze Familien, vom Enkel bis zur Oma, waren hier als Zuschauer zugegen. Auf dieser Veranstaltung wurden die Ribnitzer Bürgerinnen Gertrud Horn und Lieschen Heuer mit dem Ehrenzeichen für vorbildliche Nachbarschaftshilfe ausgezeichnet. Im Hafen Ribnitz führten die Schiffsmodellbauer ihre mit sehr viel Mühe hergestellten Schiffsmodelle vor. Musik
nicht oft in Ribnitz zu sehen, die Vorführung von Fesselflugmodellen. Und hier der Höhepunkt der Festwoche, der Festumzug mit Bildern aus der Geschichte der Städte Ribnitz und Damgarten und der Entwicklung der Kreisstadt Ribnitz-Damgarten. Die Standarten mit den Stadtwappen der Städte Ribnitz und Damgarten. Die Gründungsurkunde mit Stadtsiegel, getragen vom Bürgermeister und Ratsherrn. Die Stadtwache in voller Rüstung hinterlässt auch heute noch einen respektvollen Eindruck. Die Damgartner Schützen mit ihren Armbrüsten mit Pfeil und Bogen. So sahen die Nonnen des 1323 gegründeten St. Klarenklosters aus. Immer wieder wurden beide Städte in früheren Jahrhunderten in kriegerische Auseinandersetzungen hineingezogen. Hier die Wallensteiner im Jahre 1627. Schwedenkönig Gustav Adolf erstürmte 1630 die Stadt Ribnitz. Viel Not und Elend brachten die Kriege über unsere Städte. Viele Familien verloren Haus und Hof. Der Fischfang war ein wichtiger Erwerbszweig der Ribnitzer Bürger. Der Dierherger Fischhändler Lemus, ein stadtbekanntes Original, brachte den Ribnitzern mit seinem Hundegespann grünen Hering und frische Maischollen. Heute fangen die Mitglieder der FPG Fischland und unsere Angler die Fische im Bodden. Neben den Fischern wohnten auch zahlreiche Ackerbürger in unserer Stadt. Bis 1961 gingen die Bauern zur genossenschaftlichen Arbeit über. Die Änderung der Landwirtschaft begann. Das erforderte den Einsatz von Technik,
die sich im Laufe der Jahre immer mehr vervollkommnet. In den vergangenen Jahrhunderten hatte das Handwerk in unseren Städten eine besondere Bedeutung, obwohl die Handwerker keinen Anteil an der Verwaltung der Stadt hatten. Häufige Auseinandersetzungen zwischen dem Rat und den Ämtern, wie die Zünfte seinerzeit genannt wurden, waren die Folge. Der große Mückenschwarm an diesem Kirchturm, den die Ribnitzer für eine Rauchwolke gehalten haben sollten, trug der Feuerwehr von Ribnitz den Spitznamen Mückenspritzer. Damgartner Glashüttenarbeiter waren die ersten organisierten Arbeiter unserer Stadt. 1907 gründeten die Ribnitzer Arbeiter einen Arbeiter-Radfahrerverein, um ihre politische Tätigkeit nach außen zu tarnen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstand auch in Ribnitz-Damgarten eine starke Arbeiterklasse mit dem Aufbau einer bedeutenden Konsumgüterproduktion. Eine besondere Bedeutung hat auch das Baugeschehen in Ribnitz-Damgarten. In den letzten 25 Jahren entstanden etwa 2500 neue Wohnungen. Ribnitz und Damgarten liegen an einer alten Handelsstraße
auf der früher die Kaufleute mit ihren Planwagen durch unsere Stadt zogen. Raubritter, die einen Kaufmannszug zwischen Ribnitz und Damgarten überfallen hatten, wurden von den Ribnitzern festgenommen. In den vergangenen Jahrhunderten raffte oft der schwarze Tod, die Pest, viele Menschen dahin. Geißelbrüder zogen besonders in dieser Zeit durch das Land. In früheren Jahrzehnten musste der Landarzt mit dem Pferdegespann zu den Kranken fahren. Ärzte und Schwestern unseres Gesundheitswesens bemühen sich um eine gute Behandlung der Patienten. Die Kollegen des DRK sind immer einsatzbereit und leisten schnelle Hilfe. Unsere sozialistische Gesellschaft bietet der Jugend gute Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten und vielfältige Formen der Freizeitgestaltung und des Sports. Aber nur im Frieden kann unsere Jugend lernen und arbeiten. Der Festumzug nähert sich seinem Ende. Die letzten Bilder gleiten an unseren Augen vorüber und rufen noch einmal die Erinnerung an erlebnisreiche Tage im Sommer des Jahres 1983 in uns wach. Unser Bürgermeister, Genosse Peter Warnke, möchte unseren Bürgern noch einige Worte übermitteln. Das war nun unser Jubiläum. Zumindest ein Teil davon ist in diesem Film wieder lebendig geworden.
Waren unsere Menschen nicht großartig? Sie hatten aber auch allen Grund dazu, dieses Fest gebührlich zu begehen. In der Geborgenheit unserer sozialistischen Gesellschaft haben sie selbst durch ihre Arbeit die Voraussetzungen dafür geschaffen. In Ribnitz-Dammgarten, unserer schönen Stadt an Bodden, ist inzwischen das Leben weitergegangen. Wieder ist Neues hinzugekommen. Unabhängig davon, welches Jahr nach dem Ereignis, das uns dieser Film vermittelt, wir schreiben. Wir wünschen unserer Stadt, dass sie beständig weiter erblüht. Die beste Garantie werden immer ihre Menschen sein.